Der nächste Pokalheld hat seine Heimat bei Hannover 96. In der Saison 91-92 hatte er 4 entscheidende Momente im Pokal. Jörg Sievers. Hallo Herr Sievers. Hallo. 4 Augenblicke, angefangen mit Szene 1 im Pokal-Halbfinale gegen Werder Bremen. Ja, wir hatten Elfmeterschießen und es ging bis zum 5. Spieler, dass eben keine Entscheidung da war. Und plötzlich kam mitten im Elfmeterschießen der Trainer auf mich zu, also Herr Michael Lokowski. Und ich war ein bisschen irritiert in dem Moment, weil ich dachte, was will er dir jetzt erzählen, wie ich einen Bälle halten muss. Aber er kam dann und fragte nur, ob ich schießen will. Und ja, man denkt dann ja in dem Moment gar nicht drüber nach und sagt einfach ja. Das Gefühl, wenn man selber schießt und das nicht kennt, das war schon gewaltig. Also da muss ich schon sagen, da war ich wirklich weil ich in dem Moment, ich wusste eigentlich gar nicht, was ich machen sollte. Und ich habe mich dann entschieden, einfach mal nur blind in die Mitte quasi. Es hat funktioniert und als dann Marco Bode kam und ich wieder in mein Metier zurück durfte, da ging es mir deutlich besser. Jörg Sievers, Marco Bode und Szene 2. Ich habe den Ball gehalten und die Leute haben sich ziemlich gefreut. Und wie die sich gefreut haben, denn damit stand fest, dank Jörg Sievers fährt Zweitligist Hannover 96 zum Finale gegen Mönchengladbach nach Berlin. Das sind schon Bilder, die man im Kopf hat, die man auch nicht vergisst. Und es war für uns ja völlig unfassbar, dass wir überhaupt dahin durften nach Berlin. Wir haben, glaube ich, jede Sekunde auch im Vorfeld genossen. Und dass wir das Ding am Ende auch noch gewinnen, das war unfassbar für alle. Der Pokalsieg 1992 dank Szene 3, Sievers Parade gegen Karl-Heinz Plipsen und Szene 4, der gehaltene Elfer gegen Holger Fach. Dass ich die Elfmeter halte, ja, das ist für mich persönlich natürlich auch schön, für die Mannschaft schön gewesen. Als ich den zweiten Elfmeter gehalten hatte, wusste ich für mich persönlich, dass ich gewonnen habe. Es gibt eine Szene, ich halte den Ball und knie danach so ein bisschen, erstmal ein paar Sekunden. In dem Moment wusste ich, boah, das Ding haben wir gewonnen. Und ich konnte es natürlich noch nicht so zeigen, aber ist eine Szene, die mir noch immer sehr präsent ist. 4 Szenen auf dem Weg zum Heldenstatus. Und deshalb haben wir einen Fuß- und einen Handabdruck von Jörg Sievers genommen, um dem Helden von Hannover im DFB-Pokal Walk of Fame ein Denkmal zu setzen. Ja, ich meine, Auszeichnungen sind immer schön. Das bedeutet, dass man irgendwo auch mal was richtig gemacht hat. Und wenn man eben geehrt wird, und es ist ja letztlich eine Ehrung, dann ist man immer auch ein bisschen stolz in dem Moment. Wenn man in einer Saison in 2 Elfmeterschießen steht, 3 Strafstöße hält und einen selbst verwandelt, dann darf man auch zu Recht etwas stolz sein. Nicht umsonst ist Jörg Sievers auch über 20 Jahre danach noch der Held von Hannover.